So, ihr lieben Leute, und jetzt zeige ich euch noch meinen Action- und Teddy-Einkauf der letzten Wochen. Ich war ja eher, wie ihr in den Himmelholz und das sehen habt, in einer ganz komischen Richtung unterwegs. Ein bisschen Elektronik, bisschen Bastel, viel Klamotten. Und ja, Action und Teddy heißt für mich ja, jetzt gibt es nur Bastelsachen. Also, let's go! Ich habe mir dieses Band gekauft, als ich das gesehen habe. Ich habe das zuvor auch schon mal in einem Video gesehen. Ich weiß aber jetzt leider nicht mehr von wem. War für mich oder stand für mich fest, ich brauche es. Die gibt es auch einmal nur mit grünen Farben, einmal nur mit Rottönen und was weiß ich. Aber ich wollte nur hier dieses Regenbogending haben. Ich war kurz am Überlegen, ob ich alle anderen Farben hier auch einmal mitnehme. Aber glaubt mir, ich habe so viele Bänder und ich habe von diesen Samtbändern jede Einzelfarbe, die ich jemals gefunden habe, von den Satinbändern jede Einzelfarbe. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich hier so pastellfarbene habe, aber ja, man muss auch nicht immer übertreiben. Vor allen Dingen habe ich das dann direkt dreimal hier geordert. Da war ich aber auch tatsächlich dreimal im Action, weil die sind immer sehr beliebt, weil ich habe die, wie gesagt, pro Einkauf immer nur einmal ergattert. Und hier, das hier ist der Einkauf von, was weiß ich, lass mich lügen, vier Besuchen. Also ich habe immer recht wenig gekauft und ja. Dann war ich im Teddy. Da habe ich mir für 2 € diese Perlen geholt. Das ist so richtiges Plastik, aber hochwertig schweres Plastik. Und das sind so lauter Wörter. Die kann man natürlich auch zum Scrapbooken verwenden, obwohl die natürlich auch ordentlich hoch sind, aber für Mixed Media oder so. Oder natürlich für Schlüsselanhänger. Und die sind alle möglichen Wörter und da kann man bestimmt sich was zusammen basteln. Zum Beispiel hier Secret, wenn hier noch irgendwie Big Secret wäre oder hier steht I. Und dann könnte man I feel special zum Beispiel oder I feel happy oder einfach nur I want Sun oder was weiß ich. Hier einfach nur Princess. Und es ist schon gut. Will, warum werde, ist jetzt so häufig, keine Ahnung. Hier ist nochmal will. Nochmal will, ganz viel Wills. Und ich habe das aber genau hier auch noch ein zweites Mal. Gab es auch noch mehr, aber ich wollte unbedingt zweimal. Hier ist auch noch ein Stück Müll dabei. Ich wollte die unbedingt zweimal, damit man die größten Chancen hat, was Cooles und Stimmiges daraus zu machen. Und gegebenenfalls kaufe ich die natürlich auch noch mehrmals, aber kosten halt auch immerhin 2 €. Sind aber auch eine Menge drin, muss man sagen. 100 Gramm und das ist schon eine Menge, die hier drin ist. Aber trotzdem, die gibt es, denke ich mal, auch noch häufiger. So, dann habe ich mir Glitzerkleber bestellt. Ich habe zwar auch schon eine Menge davon. Und zwar wollte ich auch schon seit Jahren mal Schleimvideos machen. Und ich habe durchsichtigen Kleber, ich habe bereits auch schon Glitzerkleber, ich habe die Flüssigkeit, ich habe das Natron oder was auch immer man. Ich habe alles halt, alles. Aber ich kaufe trotzdem immer noch mehr, weil ich will unbedingt Schleim machen. Und zwar habe ich hier auf jeden Fall für unter 1 € diesen blauen hier mitgenommen. Das ist Silberholo und hier ist sogar auch noch lila drin. Und das fand ich halt ganz schön. Und ich glaube, das gibt einen ultra genialen Schleim. Ansonsten kann man natürlich damit auch Hintergründe auf Papier machen oder einfach nur auf Papier spachteln. Und dann habe ich hier noch, oh geil, ich weiß gar nicht, was hier jetzt an extra drin war, weil hier sind auch noch so extra. Hier sind Meerjungfrauen drin. Seht ihr das? Da so Meerjungfrauen sind hier noch drin. Oh. Oder hier, ja, so Meerjungfrauen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier ist auch eine abgebildet, aber ist auch so zart abgebildet, dass man es nicht sieht. Nun ja, und auf jeden Fall habe ich hier noch einen pinken und hier sind Einhörner drin. Guckt mal, Einhörner und Herzchen und neonpinke Hexagons. Mega geil. Und das gab es auch noch in grün, das war aber angedeckt, das wollte ich nicht. Und ich weiß gar nicht, ob es noch eine andere Farbe gab, auf jeden Fall. Die beiden waren schön, die habe ich mir mitgenommen. So, dann konnte ich auch nicht widerstehen. Da war ich wirklich auch, deswegen war ich viermal im Action, weil ich sie unbedingt haben wollte. Und zwar habe ich hier, oh, was hat sich da noch rein verirrt, zweimal von diesen Christmas Embellishments geholt. Das hier sind jetzt lauter kleine,
ich lasse jetzt zu. Man sieht es ja. Einfach nur grün, rot und weiße Glitzersteinchen, die dann aber noch so ein, hier so was, so ein Muster eingeritzt haben. Die habe ich auch schon in meinem Bedarf in allen anderen möglichen Farben, aber gerade für Shaker, damit man hier auch mal ein bisschen unvorsichtig in der Menge umgehen kann, wollte ich die unbedingt haben. Ich zweimal und auch hätte hier gerade auch im Bezug zu Schüttelkarten. Das ist da jetzt runtergefallen? Nach Kugelschreiber, glaube ich. Habe ich mir auch noch hier diese Fimo-Streusel mitgenommen. Da haben wir rote Sterne, grüne Bäume und weiße Schneeflocken. Ja, zweimal. Wir sind gleich schon am Ende, ne? Eieiei. So, dann habe ich entdeckt, ich habe in mehreren Hauls schon gesehen, auch schon im Vorjahr, dass man diese Blöcke beim Teddy findet. Und da habe ich mir auch zwei geholt, 2 €. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich ins Teddy bin. Die Perlen habe ich dann einfach so zufällig entdeckt. Ja, die zerflettern sehr schnell, aber ja, ist mir egal. Es sind 20 Blatt drin und jedes Motiv ist doppelt. Haben wir einmal diesen Bogen. Und da ist, guck mal, da ist was für Geburt dabei, was für Winter dabei. Ja, ich denke mal. Also ich habe mir schon angeguckt und es sind auf jeden Fall auch universell zu benutzende Sachen drin. Das ist kein purer Weihnachtsblock. Guck mal hier, da kann man alles mitmachen. Jede Jahreszeit oder Anlass kann man damit abfrühstücken. Da ist was für Taufe, da ist was für Hochzeit. Also mega, mega geil, ne? Kann man in einem Block, aus einem Block kann man alles machen. Dann haben wir hier so ein bisschen Vintage und weihnachtlich und herbstlich. Da ist ein bisschen Winter. Hier ist auch mal so ein cooles Fenster für alles zu nutzen. Hier ist nochmal ein Wintermotiv. Also ich finde den Block sagenhaft, ne? Dann haben wir noch das hier. Und tatsächlich haben wir noch ein Motiv. Super, super schön. Ach, und wir haben sogar auch noch eins. Zack. Boah. Ganz viel drinnen, ne? Mega cool. Ja, habe ich mir noch zweimal geholt. In Action habe ich auch was Neues entdeckt. Und zwar, kennt ihr die noch? Die gab es damals auch schon mal, schon zweimal. Und jetzt gibt es mal wieder neue Motive. Das Regal war fast leergeräumt und was wollte ich sagen? Und ich habe mir die auch vor Ort nicht angeguckt. Was mir aber direkt auffällt, ist, dass die hier mit diesem Bändchen sehr viel billiger geworden sind. Früher war da noch so eine Niet drin, so dass man es wieder ja, ganz machen konnte. Aber ja, jetzt ist hier das hier kaputt. Auf der Rückseite sehen wir schon mal, wie ungefähr der Block, denke ich mir mal, von innen aussieht. Ich habe die im Laden nicht geöffnet, weil ja, hatte ich keine Zeit für, wollte ich nicht. Und wir gucken uns die mal an. Hier haben wir auf jeden Fall was, wo Monate draufsteht. Das sind natürlich hauptsächlich Journaling-Blöcke, aber ich werde mir wieder die Sachen, die ich brauchen könnte, wie hier die normalen Wörter, die werde ich mir rausnehmen. Oder die, nur das sind auch normale Sticker, die werde ich mir rausnehmen. Oder hier sowas. Aber die ganzen Sachen, die mit Januar, Februar, März oder so, oder hier so Emojis oder so, die werde ich alle raustun und mal weitergeben. Hier so Zahlen und so kann ich gar nicht gebrauchen. Hier die Buchstaben werde ich mir behalten. Mit Buchstaben kann ich immer was anfangen. Sowas kann ich jetzt auch eher selten gebrauchen oder gar nicht. Hier sind noch ganz tolle Buchstaben in Blau. Hier sowas ist auch ganz cool eigentlich, aber auch eher so für Planerleute, wenn sie sich irgendwie was Besonderes markieren wollen. Hier sind To-Do-Listen. Dann haben wir hier nochmal solche, die würde ich auch behalten. Beine brauche ich auch nicht. Da die Reihe ist sogar weiß. Nee, die Reihe hat gar keine Sticker. Okay. Pinke Buchstaben. Hier nochmal solche hübschen Kreise. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Aber ich möchte das ja dann auch gerne ausführlich zeigen. Danach kommt aber auch noch was anderes. Also ihr könnt gerne vorspulen oder es gerade mit mir zusammen anklotzen. Wow, das sind wie so kleine Washi-Streifen. Die sind cool. Aber es sind echt viele drin und ich glaube auch unter 1 €. Mal knallepink,
Geil, also mega brauchbar. Hier einfach Punkte. Oh, ich mache so gern mit den Punkten. Und hier sind die weiß oder fehlen die? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die sind weiß tatsächlich. So, das war der grüne Block. Dann haben wir den Block, der sieht ungefähr so aus. Mega geil, spricht mich jetzt schon an. Und ja, da gucke ich mal, dass ich ein bisschen schneller vorankomme. Das ist vom Aufbau auch, denke ich mal, gleich. Hier sind auch wieder Wörter. Hier haben wir auch wieder die gleichen Symbole. Ach ja, hier sind ja die, ist wieder die Wimpelseite. Ich vermute, das sind fast die gleichen, halt jetzt nur, dass alles wieder andersfarbig ist. Den hatten wir auch in dem anderen Block, die hatten wir auch. Ja, okay, Buchstaben, wieder die Icons, okay. Es wiederholt sich alles nur in einer anderen Farbgebung, aber sonst vom Prinzip komplett gleich. So, dann gucken wir uns den, ja, hier den roten an, der andere war rosa, der ist so orange-rot. Und ja, auch hier haben wir Pünktchen und Buchstaben. Okay, aber ganz geil, dass wenn man alle Blöcke hat, hoch, ganz viele verschiedene Buchstaben hat und vor allen Dingen viele in Gold. Also schon auch sehr geil, ne? Und hier, das hier ist auch nochmal ein Farbmix. Und so viel pure Journaling-Sticker sind jetzt hier auch nicht unbedingt drin. Also ist der schon gut nutzbar. Schon sehr geil. Ganz viele verschiedene bunte Farben. Wie gesagt, wenn man die Blöcke sich alle einmal kauft, dann hat man auch echt ein ordentliches Sortiment. Super. Tatsächlich, der neu wieder Action hatte, die habe ich jetzt alle bei einem Einkauf geholt, weil sie die wohl reingekommen haben. Das Fach war aber auch schon halb leer. Ich habe nur die genommen, die ich unbedingt auch wollte. Und es wundert mich, die hatten nämlich die davor waren, die neuen, die hatten sie nur nur einmal und danach nie mehr. Und ich hoffe mal, hier haben sie jetzt hoffentlich nochmal, weil, weiß ich nicht, bei diesen Stickermotiven raste ich echt aus. Und zwar geht es hier um die Embossed-Sticker. Die habe ich ja auch schon, ohne das zu wissen, dass es ganz pure, richtig neue sind, in Frankreich gekauft. Ich dachte, das wäre was Altes, was ich übersehen habe oder so, aber nee, das sind wieder aktuell neue, obwohl die neuen schon gar nicht, also gar nicht alt sind. Wisst ihr, wie ich meine? Auf jeden Fall hier einmal das ist das mit dem Schaukelpferd. Das wollte ich unbedingt nochmal haben. Das habe ich zweimal ergattern können. Dann hier das Wunderschöne mit dem Mond. Da gab es auch noch eins mit Seemann und eins noch in die Bastelrichtung, aber ja, wollte ich nicht. Wunderschön, das habe ich auch eins, zweimal ergattert. Dann hier das hier mit der Katze, auch mein absoluter Favorit. So toll. Wie gesagt, ich möchte die ja auch sammeln, wenn ich dann in meinem Shop. Ja, ich will den auf jeden Fall wieder öffnen, aber mir fehlt bis dato echt noch sämtliche Zeit und Muse. Und ich habe ja neue Arbeit, Einarbeitungen. Ich bin nicht so schnell wie manch andere. Aber wenn ich ihn wieder öffne, da habe ich echt verdammt viele Ideen. So, und den Bogen habe ich Gott sei Dank dreimal bekommen. Das ist das wunderschöne Motiv. Gott sei Dank, den drei. Oh Mann, so geil. So wunderschön, also zum Niederknien. Und ich war gestern im Action, also gestern hatten wir Freitag und die hatten in Neuwied noch 20 Stanzmaschinen. Ich wusste aber jetzt nicht, sind die dieses Woche im Angebot oder letzte Woche? Auf jeden Fall 29,99. Ich dachte nämlich, die würden jetzt schon 39,99 kosten. Aber ich habe mir tatsächlich eine mitgenommen. Ich habe hier eine Stanzmaschine für 29,99 ergattern können. Und selbst in China kriegt man die immer erst für 31 Euro oder so. Also geil, weil meine Big Shot, mein Mann traut sich nicht, die zu öffnen. Die hat nicht mehr allzu viel Spannung und da muss ich immer ganz viel noch dazwischen stopfen. Und da habe ich mir gedacht, ich kaufe mir schon mal eine auf Vorrat, wenn dann die Big Shot letztendlich komplett im Arsch ist, ne? Ich habe dann noch eine kleine, die ist auch ganz niedlich, aber manchmal hat man halt auch Stanzschablonen, die halt eine A4-Maschine, A5-Maschine brauchen. Eine A4 wiederum habe ich nicht, habe auch keine Stanzschablonen dafür. Außer eine, aber da kann man mit dem Falzbeil dran entlang gehen und sich das
selbst ausstanzen. Ja, aber wie gesagt, 29,99 habe ich ergattert. Ich war schon in unserem Frankreich-Urlaub, da hatten sie die im Regal, aber für den regulären Preis. Und da war ich schon am Hin und Her überlegen, soll ich es mitnehmen, soll ich es lassen, soll ich es mitnehmen, soll ich es lassen. Und da habe ich mich dagegen entschieden. Aber jetzt am Freitag konnte ich nicht mehr anders und habe mir eine mitgenommen. Ja, wie sie aussieht, seht ihr hier, da drin ist bestimmt noch hier diese Stanzschablone. Wir können es mal gerade öffnen, weil ich jetzt auch selbst gespannt bin. Aber was soll da großartig anderes drin sein, ne? Na, komm, öffne dich. Bist du noch woanders zu? Hä? Sodala. Ah, zack. Ah. So sieht's aus von innen. Da ist die Stanzmaschine drin zwischen Styropor. Hier haben wir die Platten und ich muss mal aufstehen und gucken, was sonst noch drin ist. So, jawohl, da ist die Maschine noch drin und eine Anleitung. Und ich habe hier einmal die Stanzschablone, das ist wirklich die, die abgebildet ist, um Blümchen zu basteln. Mal gucken, ob ich die behalte. Wenn ich keine habe, die so gerillt ist, dann behalte ich sie. Ansonsten ja, verschenke ich sie mal. Und hier sind die verschiedenen Platten. Wir haben zwei Acrylplatten. Da sind sogar drei. Ne, sind zwei Acrylplatten, ganz normal, wie man es von der Big Shot kennt. Und eine große Plastikplatte. Und das muss ich sagen, die ist ja ungefähr baugleich wie mit der Papus. Zumindest auch von der Optik. Und was ich sagen muss, ist es auch, das ist auch cool, dass ich jetzt Hitty hier auch mal nur in A5 habe, weil ich habe, bei der Big Shot ist ja immer diese lange Matte dabei und ich habe für die Big Shots mir mal neue Plexiglasscheiben gekauft oder hier halt Platten gekauft und die aber auch in der Länge genommen wie das, wie die Plattform und das nervt mich halt ein bisschen und das hier ist jetzt alles mal wieder so ein bisschen kompakter und ja, schon cool und wir haben hier sogar eine dicke Platte, dann haben wir hier noch zwei dünne Platten und ein Assistant Sheet, hier haben wir noch einfach irgendwie eine Folie, dann haben wir hier die normalen Grundplatten, dann haben wir noch so eine dicke Platte, ach, den muss man dann gucken, für was zum Prägen und was Tritratrullerlaubsas und die Grundplatte, die wir immer brauchen. Ja, mal schauen, wie man das damit macht. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ich mir doch letztendlich mal eine mitgenommen habe. Und ja, ich denke mal, bereuen kann man es eigentlich nicht, weil die wird schon das tun, was sie soll. Und ja, genau, meine Lieben, dann danke ich euch ganz doll fürs Zusehen. Wir sehen uns versprochen bald wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, bis dann. Tschüss.